Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie beim D-Talk begrüßen zu dürfen. Heute möchte ich ein Buch vorstellen, das Hilke Maunder herausgegeben hat, geschrieben hat: Burgund, eine kulinarische Reise durch eine Provinz, eine Landschaft im Herzen Frankreichs, erschienen im Christian Verlag. Frau Maunder, herzlich willkommen mal wieder bei uns. Schön, Sie zu sehen. Herzlich willkommen, Herr Müller. Ja, und schön, dass wir heute mal übers Essen reden. Ja, es gibt ja auch andere Themen, die wir hier schon abgehandelt haben, die nicht immer so erbaulich sind. Ja. Es ist ja nicht das erste Kochbuch, das Sie, oder nicht Kochbuch, es ist ja nicht die erste kulinarische Reise, die Sie gemacht haben. Wir haben ja schon mal über das Buch Le Midi gesprochen, also über Südfrankreich, und jetzt waren Sie in Burgund. Wenn Sie beide Gegenden gegeneinander abwägen, was ist denn typischer französisch? Der Süden oder das Zentrum Frankreichs? Naja, typisch französisch ist das bunte Puzzle, das inzwischen jede Region eigentlich ganz stark so ihre eigene Cuisine, die Terroir und ihre eigene Hausmannskost, ihre lokalen Produkte in den Vordergrund stellt. Das ist, und die halt auch sehr achtet und ehrt und schön verarbeitet. Ich glaube, das ist sehr typisch französisch, dass in diesem Zentralstaat, die ja noch ist, wobei ja auch Gabriel Attal gesagt hat, er will den Regionen noch mehr Kompetenzen machen und es föderalistischer gestalten, dass es da einfach doch ganz, ganz klar regionale Traditionen, regionale Wurzeln gibt, die ganz stark sind und die auch dafür sorgen, dass die Regionalküchen sehr, sehr unterschiedlich und sehr abwechslungsreich und sogar sich von Teil zu Teil unterscheiden. Und das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, das Spannende daran ist auch jetzt nicht so zu vergleichen und zu werten, was schmeckt besser oder wo fühle ich mich kulinarisch mehr zu Hause ist, sondern einfach zu gucken, ja, wie ist überhaupt diese Küche entstanden, aus welchen Produkten, wie haben sich diese Produkte auch verändert, welche waren modisch, welche sind verschwunden. Und das finde ich ganz spannend bei der ganzen Sache, weil Küche und Kulinarik ja weit mehr über das nette Essen auf dem Teller vor einem hinausgeht. Und ja, so etwas Existenzielles ist nicht nur für die Menschen in der Region, sondern eben auch für ein Land und das so prägt. Und das finde ich sehr, sehr interessant für die Arbeit. Frau Maunder, dann erzählen Sie mal, wo kommt denn die Küche Burgunds her? Burgund ist ja nicht vom Meer umschlossen, sondern also ein Land, eine Landregion. Da gibt es Flüsse, gibt es ein paar Hügel, aber keine Berge, kein Meer. Wo kommt die Küche Burgunds her? Wo sind da die Ursprünge? Es gab ja, Burgund war ja früher ein Herzogtum, was enorm groß war und teilweise sogar größer als ursprünglich Frankreich. Und zwar besonders gerade unter Herzögen wie Herzog Philipp II. Oder. Und diese Herzöge, die burgundischen Herzöge, die in Dijon dann auch im Herzogspalast sich baulich verewigt haben, prunkvolle Feste gefeiert haben, auch über Essen kulinarische Feste Politik gemacht haben, wie beim Fasanfest. Die haben sehr schnell verstanden, dass Lebensart und gutes Leben einfach auch ein Wirtschafts- und Machtfaktor ist, der eine Strahlkraft hat, der dann auch Techniker, Ingenieure und Leute, die ein Land bewegen und aufbauen, ins Land holen. Und also ja, Küchendiplomatie war da sehr angesagt zu deren Zeiten. Und gleichzeitig, dadurch, dass das Land damals dieses Herzogtum so riesig war, hat es natürlich auch ganz viele Einflüsse aus verschiedenen Ecken und Regionen auf sich vereinen können. Weil sie sagten, es gibt kein Meer, es gibt aber doch die Saône als einen riesigen Strom, der da durchs Land geht und auch viele andere Flüsse wie die Yonne beispielsweise. Und sprich, so die ganze, der ganze Bereich Fisch, Fischzucht zum Beispiel auch in den Teichen der Dombes, was jetzt im Département Ain liegt, aber früher natürlich auch zu Burgund gehörte, hat seit dem Mittelalter eine Tradition. Also es ist nicht nur, dass es da Fleisch gibt, Rindfleisch sehr, sehr viel und Schweinefleisch, sondern da ist halt auch eine Fischküche dabei. Und das finde ich ja, sehr abwechslungsreich dann. Und in letzter Zeit ist die Gemüseküche wieder stärker in den Fokus geraten, nicht erst seitdem es vegan und in ist, sondern schon seit der Nouvelle Cuisine in den 1980er Jahren. Unter dem Einfluss von Paul Bocuse hat Burgund schon ganz früh angefangen,
auch wieder sich auf die alten Sorten auf dem Acker zu besinnen. Und so wird beispielsweise rund um, also gerade bei Uxonne im Tal der Saône auf dem Schwemmlandbogen unglaublich viel Gemüse verschiedenster Arten angebaut und auch Safran. Wenn man Burgund hört, dann denkt man auch an Burgunder Wein. Der Wein aus Burgund gehört zu den besten, sozusagen, Weinkenner der Welt. Was ist denn für Sie aus Ihrem eigenen Erleben her sozusagen die Reihenfolge? Folgt das Essen dem Wein oder begleitet der Wein das Essen? Ich glaube, das ist komplementär, nicht? Das beide passt gut zusammen und man trifft sich zum Apéro oder Apéro dînatoire und trinkt einen schönen Wein und knabbert was. Und hinterher ist man so satt, dass man eigentlich das Diner überhaupt nicht mehr benötigt. Also in der französischen Kultur ist es ja unüblich, anders als in Deutschland, dass man sich einfach mal trifft zum Wein trinken, ne? Es wird eigentlich gegessen und der Wein ist der Begleiter bei einem Essen. Es gibt natürlich schon mal dann morgens, also das nennen die Franzosen ein Canon. Das ist ein 0,1 Gläschen, was dann nach dem Marktbesuch an der Buvette zum Beispiel in Dijon in der Markthalle getrunken wird oder so. Aber das ist ja 0,1, da wird nicht richtig gezecht dann. Also es ist, glaube ich, schon, dass Wein und Essen einfach in Burgund ganz zusammengehört. Ich sagte, Sie sind durch das Land gefahren, haben mit verschiedenen Bauern, mit Produzenten gesprochen. Von der Struktur her, sind das dann wirklich Biobauern und solche, die auf einer kleinen Scholle arbeiten und dort ihre Produkte erzeugen? Oder sind das im Grunde genommen auch Großbauern, die 150, 250 Hektar bewirtschaften und mit ihren schweren Traktoren da die Böden umpflügen und am Ende des Tages dann doch mehr oder minder industrielle Lebensmittel herstellen. Das Konzept von dem Buch ist so, was ich erstellt habe, dass ich gucken möchte, wo wirklich authentisch und ursprünglich gearbeitet wird. Sprich Lactalis und solche Großkonzerne. Lactalis kommt ja aus Mayenne. Aber natürlich gibt es in Burgund, auch gerade im Weinbereich, Großkonzerne, Global Players, die eine Agroindustrie betreiben. Das ist riesig. Aber in dem Buch oder für das Buch habe ich nur Menschen besucht, Bauern, Winzer und andere Produzenten, die wirklich kleine Erzeuger sind, die teilweise auch wieder altertümliche Arbeitstechniken anwenden, also mit dem Pferd durch den Weinberg gehen oder wie Agnès Paquet, die ich getroffen hatte, mitten während der Lese. Die geht dann eben mit beiden Beinen und stampft den Wein mit den Füßen, weil sie sagt, dass dadurch weniger Bitterstoffe gegeben werden aus den Weinkernen, die da drin sind, von der Traube in den Wein. Also ich habe wirklich Wert darauf gelegt, kleine lokale Produzenten zu treffen. Das bedeutet natürlich auch, dass man die entweder auf dem Hof besuchen muss oder auf die Märkte geht. Oder in Produzentenläden, um deren Produkte zu bekommen. Das gibt es halt ganz selten nur bei Carrefour. Carrefour in Frankreich ist jetzt verpflichtet, lokale Produzenten auch anzubieten. Also in jedem Supermarkt in Frankreich, auch bei Leclerc oder Casino oder Super U, gibt es immer Regale, wo ganz stolz dann Schaufenster der Region sind und wo die Unternehmen auch verpflichtet sind, lokale und kleinere Produzenten zu zeigen. Und ja, genau, diese Produkte und diese Menschen findet man dann bei mir. Was war denn für Sie bei Ihrer Reise der beeindruckendste Moment? Wo haben Sie gesagt, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet? Ich war bei Joël Patin, das ist ein Safranzüchter. Damit habe ich nun überhaupt nicht, das war die Überraschung schlechthin, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Ganz, ganz spannend fand ich auch den Besuch einer Züchterin Martine Belin in Barnet im Morvan, die angefangen hat, Schnecken selbst zu züchten. Schnecken gehören ja dazu. Und sie erzählte dann so Sachen wie, ja, erstmal sind Schnecken Hermaphroditen, sprich, die wechseln ihr Geschlecht während ihres Aufwachsens und dann besetzen sie 25.000 kleine Zähnchen in ihrem Maul, während sie nachts da fressen. Und das sind so kleine Sachen aus der Tierwelt und Details, die mir vorher nicht bekannt waren. Das fand ich schön,
dass man da auch so direkt in die Lebenswelt dieser Menschen eintauchen konnte und dass man wirklich willkommen geheißen wurde. Ich habe Bilder gesehen von Ihrer Reise und habe den Eindruck gewonnen, dass Sie auch ein bisschen verwöhnt worden sind. Was war denn das schönste Gericht, was Sie genießen konnten, von dem Sie gesagt haben, das hat mich jetzt auch total umgehauen. Das habe ich so im Süden noch nicht bekommen. Also ich muss vielleicht mal alles relativieren. Damit das Essen im Kochbuch gut aussieht, ist es meistens nicht ganz durchgegart, sondern ein bisschen halb roh noch, weil dann die Farben einfach knackiger sind. Also sprich, wir haben da mal einen Teelöffel Suppe probiert beim Koch oder wir durften ein kleines Eckchen probieren, aber wir haben nicht immer fürstlich getafelt. Ganz häufig haben wir uns Camembert und Tomaten aus dem Supermarkt geholt und haben dann eher frugal gegessen, auch weil die Termine so eng getaktet waren. Die Köche haben ja immer nur zu bestimmten Zeiten gearbeitet. Es sind insgesamt 80 Rezepte drin und zahlreiche, also wir haben alle Köche da vor Ort besucht. Es war einfach ein eng getakteter Zeitrahmen. Aber es gab einmal ein Essen, wo ich wirklich sagen würde, das war schlichtweg grandios. Das kannte ich nicht und ich fand es auch sehr, sehr erstaunlich und überraschend und habe den Artikel dann über ihn auch genannt, der Zauberer des Terroirs. Das ist Frédéric Doucet in Charolles. Charolles ist eine Kleinstadt im Süden Burgunds und ist bekannt ja für die Rinder, die Charolais-Rinder und diese Wurzeln hat auch der Betrieb von Frédéric Doucet. Sein Vater hatte damals so ein Café de la Poste gemacht und da dann die dicken Steaks vom Charolais-Rind serviert. Und als er dann das Unternehmen von seinem Vater übernahm, hat er den einfachen Gasthof und das Café des Dorfs, der Kleinstadt verwandelt in ein Fünf-Sterne-Hotel mit Sterne-Gastronomie, die einfach unglaublich kreativ ist. So gibt es dann Frösche auf der Weide und die Farben sind grün, weiß, gelb und auf dem Teller. Und ja, also ich möchte gar nicht was verraten. Man muss sich da einfach überraschen lassen. Er macht ein Menü, was einlädt, verschiedene Dinge kennenzulernen, 8 Gänge lang. Und jeder Gang ist eine wirklich gelungene Miniatur. Südlich von Dijon liegt die Stadt Beaune, eine Weinstadt, und dort gibt es ein Hospice de Dieu, ein Hospital, das seit, glaube ich, 600 Jahren existiert und das im Wesentlichen finanziert wird durch Erträge von Weinbergen. Ein schöner Bau mit einem typischen burgundischen Dach. Was ist denn das, was wir im Hintergrund von innen sehen? Das sieht ja nun nicht traditionell burgundisch aus. Das ist aber auch urburgundisch. Das ist die Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. Die steht in Dijon. Aber zurück nochmal zu Beaune. Es gibt ein Konzept, das in Burgund gerade umgesetzt wird. Das heißt, dass man Kulinarik über Cités vorstellt. Den Auftakt bildete, wie gesagt, die Cité de la Gastronomie in Dijon, die Sie hier sehen. Der Neubau hinter mir ist die Ferrandi-Kochschule, die Dépendance in Dijon. Aber es gehört auch ein Teil des ehemaligen Krankenhauses, was saniert wurde für diese Cité de la Gastronomie, gehört dazu. Es gehört eine ehemalige Kapelle, die jetzt die Climat vorstellt, dazu. Und Ziel ist es, die Gastronomie sichtbar zu machen. Und zu diesem Konzept der Cités gehört halt nicht nur Dijon, sondern gehören auch noch 3 Cités, unter anderem in Beaune, die frisch eröffnet wurde, mit einer 1200 Quadratmeter großen Dauerausstellung. Man kann da aufs Dach wandern und die Weinberge dann sehen und die besten Lagen der Côte d'Ivoire und der Haute-Côte d'Ivoire. Es gibt dann noch eröffnet, ganz frisch werden Châlons und Mâcon, einmal für den Weißwein aus Chablis. Verzeihung, das war Chablis, nicht Châlons. Für den Weißwein und Mâcon halt für die Weine aus Südburgund. Und Ziel ist es, zum einen Anlaufzentrum fürs Fachpublikum zu haben, aber auch da natürlich Menschen erstmal heranzuführen an den burgundischen Wein und ja, ihn sichtbarer und
sichtbarer zu machen und auch ein wenig mehr zu öffnen. Also man kann da auch den Wein verkosten und ihn ganz sensorisch erstmal die Aromen kennenlernen, an Aromabars beispielsweise. Und ja, es kommt sehr, sehr gut an, ist alles digital und interaktiv und multimedial. Das muss man mögen, muss man aber auch vorab wissen. Richtige Exponate gibt es dann nur sehr wenige. Aber das ist halt ein Museumskonzept, was anscheinend den Geschmack der Besucher gut trifft. Und in Dijon, bei dieser Cité, die dahinter ist, da gibt es auch noch so einen kleinen Schlemmermarkt, wo man dann einkaufen kann und in der Cave à Vin eine riesengroße Weinbar hat, wo man sich eine Gutscheinkarte kauft und dann selber zapfen und probieren kann, wie man, solange man durchhält. Okay. Frau Maunder, das macht wieder Lust, nach Burgund zu fahren, nach Frankreich zu fahren und sich da mal mit einem Gutscheinheft durchzufuttern, durchzutrinken in Maßen. Aber 0,1 Glas, von dem Sie gesprochen haben, dass manche da morgens in der Markthalle trinken, da kann man ja vielleicht auch mal mittags probieren und dann übersteht man den Tag. Ich glaube, das ist jedenfalls mein Eindruck, dass die burgundische Küche sehr französisch ist und natürlich die Einflüsse von Paul Bocuse, die Sie angesprochen haben, aus Lyon oder andere Einflüsse mit reinspielen, aber letztlich, dass dort sozusagen viele Ursprünge herkommen, die man dann in ganz Frankreich genießt und die man sozusagen als Nicht-Franzose, als typisch französische Küche ansieht. Und wenn man Glück hat, da nicht nur in einem Sterne-Restaurant, in einem Fünf-Sterne-Hotel eine gute Küche zu finden, sondern irgendwo in einer sozusagen Dorfgaststätte, wo die Inhaberin noch gleichzeitig hinter dem Herd steht und das Essen serviert, da mal zu essen, wo die Bauern selbst essen, das stelle ich mir richtig schön vor. Ja, das ist es auch. Das kann ich bestätigen. Okay, dann lege ich das Buch Burgund, erschienen im Christian Verlag, geschrieben von Hilke Maunder und fotografiert von Thomas Müller, nicht verwandt, nicht verschwägert, jedem ans Herz, der ein Freund der französischen Küche ist oder einer werden will. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Maunder, für Ihre Erzählung über das schöne Burgund. Vielen Dank, Herr Müller. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.